Nobody. Das wir unser geliebtes Novigrad. Gewinnt Dings. Oh, weil. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Oder ihr zwei da. Haut ab. Aber Meister Jäger, wir sind niemandem im Weg. Belästigen niemanden. Ihr belästigt mich. Verschwindet oder wir jagen euch ein paar Bolzen in den Hals. Geh mir aus den Augen. Amüsiert ihr euch? Sehr sogar. Aber vielleicht möchtest du lieber, dass wir mit dir spielen. Dir spielen? Gerne. Ich muss dich aber warnen. Amüsant wird das für euch nicht. Was ist das? What the fuck? Die 38, 30. Oh Gott. Oh Gott. Schon wieder du, rivischer Raumtreiber? Grüße von meiner Mama. Hat das noch nicht mal was gebracht? Nö. Du meine Güte, was für ein Monster. Ja, Monster. Junge, 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 Junge. Nichts als Diebe, Huren und Mörder. Ah! Ja. Mein Opa ist krank. Mann, oh Mann, was für Kuckerspucker! Schon das leere Schiff im Hafen gesehen? Keiner weiß es. Das tut weh! Hilf einem armen Kerl! Sechs sind drin. Ich hab die Tür nicht aufgekriegt. Dann müssen wir einen anderen Weg finden.
Hex? Ja. Mist. Hab ich denn ein Dach? Ein Fenster? Wo? Theoretisch ja. Hier ist der Wagen. Riechst du jetzt den Zimt? Aha, ich hatte recht mit dem Lagerhaus. Ja, aber wir kommen nicht. Oh. Da oben. Das sieht gut aus. Die denn da rein? Welche ist Hortensia? Die große. Schluss mit der Maskerade, Tulle. Gib uns das Geld. Maskerade? Ha, nett ausgedrückt. Ich hab dich von Anfang an beobachtet, Süße. Allerdings hätte ich gedacht, dass du mir alleine folgst. Hast du ihm schon gesagt, wer du bist? Nein? Er würde es sicher liebend gerne hören. Na los, sag's ihm. Sonst bricht Hortensia dir die Finger. Worum geht es hier? Um Madame Sascha, die voll reingefallen ist auf den Quatsch von meiner Pilzzucht, als sie wachsamer hätte sein sollen. Also, willst du ihm sagen, für wen du spionierst, oder willst du es lieber rausschreien? Loslassen. Zurück. Los, einer hält ihn fest, aber so, dass er einen guten Blick hat. Hm. Halt dich mal fest. Ups. Puh, gute Arbeit. Ich hatte ihn gar nicht verdächtigt. Er hingegen hat mich wohl schon lange im Auge. Halblinge können unberechenbar sein. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Jetzt wird das Geld geteilt. Es ist dein. Du hast das Turnier gewonnen. Aber du hast mir geholfen, meinen Preis wiederzukriegen. Wir machen halbe-halbe. Weißt du was? Lass uns im Eisvogel essen. Ich lade dich ein, um meinen letzten Tag in Novigrad zu feiern. Sehr gerne. Feiern ist immer gut. Und wie sich rausstellte, war die Hure mit den blauen Augen seine Schwester. Er konnte es nicht fassen. Meine Güte! Er bat mich, sie wieder im Haus der Königin der Nacht aufzusuchen. Und dann... Faszinierende Geschichte. Wollen wir nach oben gehen? Du kannst mir genau zeigen, wie sie ausgegangen ist. Okay. Klasse Idee. Solange es nicht Yennefer ist. Wir sind ja fast treu quasi. Wortlos verschwunden.
Geld noch da ist. Tja, das war's jetzt mit dem Gwyn-Turnier oder was? Novigrad ist ein Geisteszustand, klar? Es heißt, ah! Was kannst du es machen? Was haben wir denn hier? Das hässliche End. Da, come on. Ja. Aber ich wäre mein Mann doch so mutig wie du. Oh, wir sind hier am Platz. Helf einem armen Kerl! Ich hatte nur einen. Ich hätte nicht. Ach, ich stehe halt etwas neben mir. Erstklassig. Zeig mal, was du anzubieten hast. Zu teuer. Handwerk. Gucken wir mal. Katzen, verwässerte Katzen. Die habe ich an, ne? Bis dann. Das ist verboten. Oh, oh. Käsig. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Oh. Schwein. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? Krähenfels. Einfach. Ich sag euch, was zum. Luma, wo bist du? Ich muss mit dir reden. Worüber?
Uma, ich werde ihn mitnehmen. Meinst wohl, um meine Erlaubnis zu bitten, ihn mitnehmen zu dürfen? Ich bin jetzt zuständig, also... Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Doch dann mache ich deiner erleuchteten Herrschaft ein jähes Ende. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. So ein Folie am Fenster hier. Hilfe. So, Uma, kommst mit mir. Du Weißer, was willst du? Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Hey, kleiner Mann. Das hier ist Plötze. Was geht ab? Boy. Sie wird uns nach Kermoren bringen. Na? Komm schon. Ach du Scheiße. Schluss mit dem Unsinn. Gehen wir. Boah. Wir kriegen Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtrösser. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysima. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg. Ich wollte nach Kermoren. Oh. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglern einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglean fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser
Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir drei solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht auch. Ich kenne meine Vasallen. Der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das? Vafail Elaine Ketmilfoli. Gledif Dorn Ebtneid Bundro Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Gut. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin? Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan. Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Wir können uns später streiten, an einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Ja. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch... Ja. Geralt musste den Fluch. Und wieder einmal reiten wir. Okay.
wenigstens den noch. Ganz ruhig, plötzlich. Komm gut. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Da war aber jemand nachlässig. Der Mol. Nun, sieh an, wen der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte jene verrecht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert ohne das kleinste Schön euch zu sehen rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Schade, das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Aha, jetzt verstehe ich. Entweder ist es das oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen, nicht was sie vorhat, obwohl wir gefragt haben. Sie hat was vor. Schön, dass dir das auffällt. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. So recht, die Olle. Jo, hier machen wir mal ganz schnell was anderes. Das. Wir müssen ganz schnell das. Vielleicht wieder Gewinnspiel. Oh. Können wir reden? Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare, Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Wie kann ich dir helfen? Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Mhm.
Ich auch. Wiedersehen. Eigentlich mit ihm reden, ne? Können wir reden? Das funktioniert wohl nicht. Wiedersehen. Schatzsuche da vorne. Fahr ich endlich, was das für eine Art Rüstung ist. Hä? Ach ja, wo war denn das nochmal, dieses Fibulade? Ich muss noch gucken. Da ist das. Der alte Signalturm, bald nur noch ein Haufen Trümmer. Oh, Schütze. Halt! Hieronymus muss Notizen. Dank meiner Untersuchung an Elgas Rüstung kann ich jetzt neue Legierungen entwickeln und die magische Konduktivität des zweiten Kristalls erhöhen. Das könnte für meine Arbeit am Teleporter durchaus sein. Als Testlauf habe ich das Portal so kalibriert, dass der Ausgang in der Höhle beim Fundament des Turms liegt. Jetzt muss ich auch nur noch den Kristall mit Sonnenenergie aufladen. Zu diesem Zweck habe ich ihn auf der Außenmauer des Turms bei der Einrüstung deponiert. In ein paar Stunden ist er aufgeladen. Ich habe meine Arbeit in einem Schema fertiggestellt, mit dem wir diese Rüstung replizieren und die gesamte Wolfsschule damit ausstatten können. Der Fund ist Varin, dem Fechtmeister, zu verdanken. Doch ich war es, der mit logischer Deduktion und nur wenig magischer Unterstützung die Kammer entdeckte, in der Elga residiert haben muss. Der Raum war hinter einer primitiven Illusion verborgen. Man musste nur genau hinsehen, um hindurch zu blicken. Ich fand Notizen, aus denen hervorgeht, dass Elga-Schemas zur Verbesserung seiner Ausrüstung ausgearbeitet hat und dann aus Sicherheitsgründen an verschiedenen Orten in aller Welt versteckt hat. Nach sorgfältigem Studium der Notizen konnte ich einen Plan anlegen, wie diese Verbesserungen aufzufinden sind. Ich ging zum alten Wachturm und gab Chirith den Plan. Sobald er mit dem Silberschwertschema fertig ist, wird er aufbrechen, um alle Schemas einzusammeln. Varin hat das Schalschwertschema fertiggestellt und wird nun mit der Herstellung der Klingen beginnen. Ich hoffe, es gibt den bedauernswerten Kerl, die er ausbildet. Ausrüstung, anständige Ausrüstung haben sie mindestens verdient, wenn sie schon die Schrecken erdulden, die er als Übung bezeichnet. Bei den Göttern, das ist doch Feuer am Horizont dort, wo der alte Wachturm steht. Was ist das für ein Lärm vor meinem Turm? Der Ausgang ist blockiert, was geht hier vor? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Entschuldigung schreiben, ohne dir solches Fragment. Wir alle machen Fehler, denn Irren ist menschlich. Wichtig ist nur, aus Fehlern zu lernen. Geht etwas kaputt, muss man es reparieren.
Dann führt unser Fehler zu Schaden für jemanden, muss dieser für angegriffene Nerven und verlorene Zeit entschädigt werden. Deshalb entschuldigen wir uns und bitten um Vergebung. Wir wünschen euch nichts Übles. C, D, P, R. Zettelbruch. Teleport ist offen, aber es ist ein Portal aus. Ein Speicher reicht. Der Kraftspeicher fehlt. Ich sollte mich umsehen. Ich würde jetzt reinspringen. Könnte ich dem eigentlich zuhören. Oder nicht, ne? Gut, und jetzt aktivieren. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Wow! Durchbohrt. Ich wusste, wie riskant es war, in einem Portal mit nur einem Kristall zu springen. Aber das war immer noch besser als der sichere Tod durch die Hände wütender Bauern. Der Mob ist in den Turm eingedrungen und versperrt den Weg zum zweiten Kristall. Ich musste fliehen. Die Schemas für den Wolfsschuhen auszusuchen habe ich mitgenommen. Ich hoffe, Waren würde sie holen. Vielleicht kommt er noch, geht durch das Portal, holt seine Schemas, rettet mich. Lächerliche Hoffnung. Meine Zeit ist knapp. So. Schucker. Aha. Muss ich hin, durchsuche hier fast meine Wachturm. Er zeigt mir auf jeden Fall das an, was am weitesten entfernt ist. Und tschüss. Und tschüss. Ui. Oh. Da sah ich ja meinen sicheren Tod schon. Die alte Bastion. Hier wurden wir Jungs ausgebildet. Vor der Kräuterprobe. Sieh einmal an. In der Bastion spukt es auf den Wald. Scheiße. Irgendwas muss sie an diesen Ort gebunden haben. Das Medaillon zuckt, aber ich sehe nichts. Die Lampe dürfte mehr enthüllen. Lampo. Was soll das sein? Ein Schiffrohr im Wind? Kopf hoch, Deckung hoch! Schneller, schneller!
Was soll das sein? Ein Schiffrohr im Wind? Kopf hoch, Deckung hoch! Schneller, schneller! Du hast dich ohne meine Erlaubnis von den Übungen entfernt. Das weißt du. Nicht aufhören. Blutungen sind keine Entschuldigung. Nimm den Verband ab und mach weiter. Du kümmerst dich um deine Wunde, wenn ich sage, dass du fertig bist. Ja, Wahnsinn. Barins Tagebuch. Eggers Ausrüstung ist fantastisch. Das war mir schon klar, als ich sie fand. Ich habe gleich gesagt, dass das die Ausrüstung ist, die jede angehende Hexe erhalten sollte, falls es uns ernst damit ist, aus diesem Haufen zimperlicher Schuljungen echte Hexer zu machen. Wie oft muss ich unseren ehrwürdigen Hausmagier noch auffordern, in Schärflein seiner kostbaren Zeit konkreter Arbeit zu widmen. Dieser Hausmagier ist nützlich wie ein Funkel am Hintern. Wenigstens sein Assistent Schirt hat Grundkenntnisse in Metallurgie. Die beiden haben sich ehrlich endlich an die Arbeit gemacht. Das Stahlschwertschema ist jetzt fertig. Wenn alles so stimmt, schmiede ich morgen die erste Klinge. Wenn die heutigen Übungen vorbei sind, gehe ich in Schirts Werkstatt im alten Wachturm und sehe nach, ob er das Silberschwertschema wie versprochen fertiggestellt hat. Dann suche ich Hieronymus in seinem Turm auf. Er müsste jetzt mit dem Rüstungsschema fertig sein. Eben dachte ich, ich hätte in der Ferne ein Signalhorn gehört. Der Fusel steigt mir wohl zu Kopf. Und es ist ja wohl niemand so verrückt, eine Festung voller Hexen anzugreifen. So, und jetzt muss ich da 800 Meter hinlaufen. Los, lauf! Was ist das? Alles Nebels hier oder was? Runter, runter, runter. Schon ein GPS voll. Moment. Lohnt es sich wohl mit dem Boot zu fahren? Ja, ne? Fragezeichenwort. Das Boot. Komm schon! Das ist auch in dem Wasser. Dann geht es halt am Nebelsee. Ja, klar. Klares Wetter, ne? Das und der. So ist gut. Volle Kisten. Oh. Langsam. Hallo, Waldschrott.
Halt!